Guten Morgen auch nochmal an alle von mir. Josef Buchner, aktuell Doktorand am Learning Lab der Uni Duisburg-Essen und ja, deshalb vielleicht auch aber gerade sehr, sehr an Forschung und auch Forschungsmethoden natürlich interessiert. Glaube ich, ganz klar, wenn man in dieser Phase ist. Und deshalb habe ich auch einmal dann mit dem Christian versucht, ja, ins Gespräch zu kommen, ob wir nicht einmal auch im Rahmen der Inverted Classroom and Beyond-Konferenz so etwas machen wollen, eben eine Forschungswerkstatt. Und dann haben wir versucht, Menschen anzuschreiben, von denen wir einfach auch wissen, dass sie in diesem Bereich forschen, dass sie in diesem Bereich auch natürlich praktisch arbeiten. Also wir wollen auf keinen Fall diesen starken praktischen Blick, den die Community auch hat, irgendwie jetzt verlieren. Also ganz im Gegenteil, wir wollen versuchen, das eigentlich zusammenzuführen. Und das werden Sie dann heute hoffentlich auch spüren und aber auch merken und dann auch kennenlernen. Ich würde jetzt gleich mal meinen Bildschirm freigeben. Ich werde dann noch genauer auf die Personen zu sprechen kommen, die Sie jetzt dann auch gleich hören werden. Würde aber zuerst noch so eine kurze Einleitung sprechen. Grundsätzlich vielleicht noch, bevor ich das tue, herzlichen Dank, dass Sie dabei sind und dass Sie sich darauf einlassen. Es ist nämlich schon ein wenig ein Experiment. Wir haben uns wirklich sehr bemüht, ein gutes Design zu erstellen für diese Forschungswerkstatt. Ist virtuell schon einmal eine andere Herausforderung. Aber es ist schön, dass Sie sich darauf einlassen, denn es wird wirklich dann darum gehen, hier gemeinsam heute zu arbeiten und dann auch am Ende etwas zu erstellen, mit dem wir weiter tun können. Gut, ja, also Sie sehen schon an der ersten Seite, dass das natürlich auf mehreren Schultern sozusagen diese Idee gewachsen ist. Sie haben die Logos hier mal reingegeben. Ich komme dann gleich noch auch zu den Personen. Ja, vielleicht ganz kurz zum Ablauf, einfach damit Sie nochmal sehen, worauf Sie sich da heute eingelassen haben. Wir haben wirklich ein sehr straffes Programm. Also es geht jetzt eben los mit dieser kurzen Einführung. Ich werde jetzt wirklich versuchen, das sehr, sehr kurz zu halten. Danach gibt es eine erste Analysephase. Also wir haben uns ja eine Methode ausgesucht, Zukunftswerkstatt mit einer Analysephase, einer Visionsphase und einer Konkretisierungsphase. Sie sehen hier die Zeiten. Das wird dann Ihnen dann auch alles nochmal von unseren Supermoderatorinnen und Moderatoren auch so natürlich gesagt. Wichtig ist, Sie haben um 11:10 Uhr bis 11:35 Uhr eine Pause. Die Pause wird vom Orga-Team genutzt, um dann die Erkenntnisse aus der Visionsphase zusammenzutragen. Also alle, die sich jetzt angesprochen fühlen vom Orga-Team, bitte, wir haben in dieser Zeit keine Pause, sondern wir werden daran versuchen, diese Erkenntnisse zusammenzutragen und Vorbereitungen treffen für die Konkretisierungsphase. Aber für Sie als Teilnehmerinnen und Teilgeberinnen ist dann um 11:10 Uhr bitte eine Pause bis 11:35 Uhr. Ja, und am Ende wollen wir dann wirklich nochmal von 12:30 Uhr bis 13 Uhr gemeinsam Abschluss finden, überlegen, wie wir weiter tun und auch natürlich um Feedback bitten, ob das eine gute Idee war, so wie wir das auch hier jetzt gestaltet haben. Okay, ja, warum? Also ein bisschen ist es schon auf meinem Mist gewachsen, ich glaube, das kann man auch sagen. Ja, mir hat auch interessiert, oder ich stelle mir diese Frage auch schon länger, wie forschen wir eigentlich zu Inverted und Flipped Classroom? Ich selber mache sehr viel eigentlich aktuell im Bereich der Systematik. Literaturanalysen, also Systematic Reviews, also mit klarer Forschungsfrage und dann Literatur zusammentragen. Und was ich auch mache, ist, dass ich tatsächlich heute sehr stark randomisierte, kontrollierte Experimente und auch Feldstudien durchführe, also eher stärker auch ein bisschen aus der quantitativen Forschung komme. Das heißt, für mich persönlich ist es wichtig, das Spektrum zu erweitern. Am Learning Lab leben wir einen gestaltungsorientierten Ansatz der Bildungsforschung, also der eher im Bereich von Educational Design Research, noch Susan McKinney zum Beispiel zu verorten wäre, oder natürlich auch im deutschsprachigen Raum. Wir kennen alle Gabi Reimann, die ja ganz viel macht zum Design-Based Research Methoden. Also ich glaube, da sollten wir auch unser Spektrum hin auch erweitern und irgendwie ja, da auch eben neue Ideen und wirklich auch neue Methoden kennenlernen. Zugleich möchte ich aber darauf hinweisen, falls Sie heute hier dabei sind, weil es quasi darum geht, neue Methoden zu erlernen. Also wir machen keinen Methoden-Workshop. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir dann irgendwie Methoden zur Forschung Ihnen mit auf den Weg geben, sondern es geht eher darum, sich zu vernetzen und wirklich darüber nachzudenken, okay, wie forschen wir zu Inverted und Flipped Classroom oder zu anderen Konzepten, zu hybriden Blended Learning Arrangements natürlich in der Hochschuldidaktik, aber auch in der Schule. Und in anderen Bildungssettings natürlich. Und was sind die dringenden Fragen? Also welche Fragen wollen wir aufwerfen? Welche Fragen wollen wir in Angriff nehmen? Wo wollen wir dann irgendwie gemeinsam uns zusammentun und Forschungsfragen beantworten? Also das wird heute so irgendwie den ganzen Tag das Ziel sein.
Die Ziele, um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren für Sie, damit Sie auch wissen, was wir dann am Ende wirklich tun wollen. Geplant wäre, dass wir in einem kollaborativen Schreibprozess, der aufgeteilt wird in zwei Phasen, eigentlich am Ende eine Art White Paper zur Forschung zu Inverted oder im Flipped Classroom haben. Das muss nicht White Paper heißen. Es ist einfach einmal nur von uns, von der Gruppe, die sich hier eben vorbereitet hat, einmal so genannt worden. Wir können das natürlich dann auch anders nennen. Wir können hier auch dann auch in den Austausch treten und uns überlegen, wie wir das nennen wollen. Aber wichtig ist, es soll schon am Ende dieses Halbtages, dieses Vormittags, dann irgendein Papier einmal vorhanden sein, an dem wir dann uns orientieren können. Warum? Weil wir diese Kräfte, die wir hier ganz offensichtlich haben, wir haben so viele verschiedene Menschen und Personen aus unterschiedlichen Fachbereichen, auch aus verschiedenen Disziplinen, unterschiedlichen forschungsmethodischen Ansätzen jetzt zusammen hier, dass wir eigentlich versuchen sollten, eine Art Forschungskollektiv zu erstellen. Oder ein Forschungskollektiv zu gründen, vielleicht noch besser gesagt. Und im Rahmen dieses Forschungskollektivs zu Inverted und Flipped Classroom zum Beispiel, wenn wir das so nennen wollen, würden sich dann wieder Unterarbeitsgruppen oder Subgruppen ergeben, die dann zu verschiedenen Forschungsfragen, die wir am heutigen Tag sozusagen stellen oder für gut befinden oder auch priorisieren werden, ja, dann eben auch tatsächlich bearbeiten. Und warum mir das wichtig ist, ist ganz einfach, weil es mir völlig klar ist, dass wir alle sehr viel zu tun haben. Es, glaube ich, ist schwierig, dass wir tatsächlich Zeit investieren, um vielleicht auch immer dann Forschung zu machen zu Flipped und Inverted Classroom. Und deswegen wäre es doch gut, wenn wir ja dieses Problem oder diese Herausforderung, wie ich es schon sehe, irgendwie auch auf mehrere Schultern verteilen. Also das wäre so ein bisschen die Idee. Jetzt habe ich schon gesehen, ein paar haben das Meeting verlassen. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. Also sobald Sie sagen, okay, das trifft eigentlich nicht das, was ich mir erwartet habe, oder es trifft auch nicht das, dass ich Zeit investieren möchte, um mitzuarbeiten. Oder vielleicht können Sie einfach nicht mitarbeiten, weil Sie auch gerade in einer anderen Qualifikationsphase sind oder das einfach jetzt gerade eben nicht leisten können. Dann bitte, es ist völlig freiwillig. Also wir werden da niemandem böse sein, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kann ja nicht mitmachen. Oder auch wenn Sie sich im Laufe des Vormittags verabschieden. Wir freuen uns natürlich, wenn viele dabei bleiben und wenn wir das möglichst gemeinsam machen können. Weil sonst ist es halt wieder so, wie es halt jetzt auch schon gemacht wird. Ein paar Leute machen halt etwas dazu, jeder hat immer seine Brille auf und wir nutzen eigentlich nicht diese verschiedenen Möglichkeiten, die eben ja kollaboratives Arbeiten oder gemeinsames Lernen, würde ich sogar sagen, aber auch bietet. Und ich habe schon das Gefühl, dass das in der Community eigentlich sehr, sehr wichtig ist und ein zentrales Thema ist. Und warum das nicht auch in der Forschung machen? Warum also nicht einfach Praxis und Forschung wirklich verknüpfen und gemeinsam das angehen. Genau, das wäre so ein bisschen, also das Ziel auch von mir mit dieser Initiative. Und es wäre schon geplant, dass wir da dann weiter tun, auch dann bei der nächsten Inverted Classroom und dann auch vielleicht zum Beispiel gemeinsam auch publizieren. So, jetzt habe ich schon wieder sehr viel dazu gesagt. Ich würde jetzt gleich einen Schritt weitergehen. Und zwar werden wir jetzt zuerst in einem ersten Schritt eine Art Analysephase durchführen. Und dazu haben wir drei Themenbereiche sozusagen gefunden und haben aber Expertinnen und Experten und Kolleginnen und Kollegen gefragt, ob sie in diesem Bereich etwas beitragen können. Und da geht es jetzt wirklich darum, das Spektrum zu erweitern. Also sie müssen natürlich sehr, sehr offen auch hineingehen. Wer gestern in der Future of ICM war, hat zum Beispiel auch einen Vortrag gehört zu Carl Rogers, also wie auch die Ideen aus zum Beispiel einer eher psychotherapeutischen Richtung auch fürs ICM interessant sein können. Und das war schon ein guter erster Schritt auch in diese Erweiterung des Spektrums. Deswegen freue ich mich, dass Cesar Künzi von der Fachhochschule Nordwestschweiz etwas zur diagonalen Resonanzachse sagen wird. Er bezieht sich dort auf Hartmut Rosa. Super spannender Ansatz. Kennen vielleicht einige. Resonanzpädagogik ist ja in aller Munde. Und gerade auch in Zeiten von Krisen oder von so einer Pandemie, wie wir sie jetzt haben, ist ja Resonanz, glaube ich, ein Schlagwort, das immer wieder auch auftaucht. Also da bin ich sehr gespannt, lieber Cesar. Da werden wir uns dann freuen, wenn du dann starten wirst. Danach werden die Sabrina Zieiter und der Patrick Heinsch ein Projekt vorstellen. Sie kommen beide von der Philipps-Universität Marburg, arbeiten also eng mit Jürgen Handke zusammen, den wir natürlich alle gut kennen. Und sie werden etwas aus dem Projekt von Roboteach uns mitgeben und werden einfach auch aufzeigen, wie sie hier Forschung betrieben haben.
Genau, darauf freue ich mich auch sehr, dass wir da wirklich auch einen Eindruck bekommen, wie das eben auch schon, ja, wie das auch schon passiert ist, ein forschungsmethodischer Ansatz. Danach wird uns Robert Weinhandl von der Johannes Kepler Universität in Linz einen Input geben zu explorativen Forschungsansätzen. Er hat aktuell promoviert oder vor kurzer Zeit promoviert auch in der Mathematikdidaktik. Robert, du musst mich sonst dann nachher korrigieren, und hat dort eben auch untersucht, wie man eben im Mathematikunterricht der Flipped Classroom in der Schule einsetzen kann. Mit dabei wäre noch gewesen Stefanie Schallert. Ich habe jetzt gerade den Chat nicht im Blick, beziehungsweise die Teilnehmerliste. Jetzt weiß ich nicht, ob sie gerade da ist. Aber da ist es natürlich so, dass sie krank geworden ist. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz gute Besserung natürlich auch von uns. Und die Stefanie Schallert, das muss man aber schon noch sagen, war hier ganz, ganz stark auch involviert in die Vorbereitung. Das heißt, also auch ihr gebührt mir dann schon Dank, dass wir das jetzt so durchführen können, wie wir das jetzt heute können, auch wenn sie jetzt heute eben krankheitsbedingt nicht da sein kann. Gut, das wäre es dann auch schon. Grundsätzlich kann man sagen natürlich, dass das Orga-Team der ICM Beyond 21 natürlich wieder zusammengearbeitet hat, um diese Forschungswerkstatt auf die Beine zu stellen. Das haben wir gestern auch schon gesagt, das kann man auch nachlesen auf der Homepage. Aber es ist schon nochmal wichtig, diese Personen, die jetzt auch dann die Analysephase gestalten, nochmal extra zu erwähnen, weil Sie es einfach auch bereit erklärt haben, jetzt eben diese Analysephase mit uns vorzunehmen. Lieber Cäsar, würde ich dich bitten, dass du uns jetzt den ersten Input gibst aus der Analysephase. Wir haben immer eben diese 15 Minuten eingeräumt für jeden kurzen Input. Also wie der Joe ja schon bereits eingeleitet hat, ich werde hier so ein bisschen eine Perspektive eröffnen, die vielleicht über ICM hinausgeht oder darunter liegen könnte. Das wäre so die Idee. Und das ist ein, sag ich mal, ein Vorschlag, eine Idee, die ich hier kurz einführen möchte. Es geht um Medienpädagogik auf der di diagonalen Resonanzachse. Was das mit der diagonalen Resonanzachse zu tun hat, da werden wir im Verlauf darauf kommen. Ich möchte kurz den Hintergrund erläutern, wie das entstanden ist und wie ich darauf gekommen bin. Und zwar, ich arbeite an der PA von der FHNW, und dort arbeite ich im Projekt, oder wir nennen das strategische Initiative Learning Spaces mit. Diese strategische Initiative, die hat in den letzten 2 Jahren verschiedene neue Lernräume an unterschiedlichen Standorten entwickelt und eingerichtet. In diesen Lernräumen geht es vor allem darum, dass digitale Hilfsmittel, wie zum Beispiel große Touchbildschirme, digitale Whiteboards oder die Möglichkeit von Video- und Audioaufzeichnung genutzt werden kann. Das wird dann kombiniert mit speziellen Möbeln, die unterschiedliche flexible Lehr- und Lernsettings zulassen. Und innerhalb von dieser strategischen Initiative wurde ich beauftragt, eine Weiterbildung hinsichtlich der Bedienung dieser Technologien in enger Verzahnung mit medienpädagogischen Ansätzen zu entwickeln oder ein Konzept dazu zu entwickeln. Das ist so der Hintergrund. Und das ist, ich sage mal, auch der Hintergrund für eine Problematisierung, weil geleitet von der Befürchtung, dass solche Weiterbildungsanlässe vor allem von Personen besucht werden, die sich so oder so schon mit dem Thema neue Räume oder digitale Technologien in irgendeiner Form auseinandersetzen. Geleitet von dieser Befürchtung habe ich mir Gedanken gemacht, was dann da, wie man dem begegnen könnte, damit man halt eben auch Leute gewinnen kann, die vielleicht gewissermaßen ablehnend gegenüber solchen Räumen stehen, oder dass sie vielleicht auch schlechte Erfahrungen bereits gemacht haben, sich irgendwie in einer Form vielleicht eben nicht unbedingt anmelden würden. Die Idee war dann auch nicht einfach ein niederschwelliges Angebot irgendwie in einer Form zu konzipieren, sondern es soll die Möglichkeit geben, einen Austausch zu geben, der für alle möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannend sein könnten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in diesem Fall in der Hochschullehre tätige Personen der FHNW, also Dozierende der FHNW. Ziel einer solchen Weiterbildungsveranstaltung, und das mag so auf den ersten Blick ein bisschen seltsam klingen, ist nicht ein möglichst hoher Kompetenzerwerb, in einem Sinn, in dem dass der Raum oder die Technik, die dort vorhanden ist, von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beherrscht werden kann danach. Das heißt, es geht nicht darum, dass man
danach so kochbuchmäßig etwas das kann. Und das ist vielleicht auch der Anknüpfungspunkt zu ICM, weil die Idee soll vielmehr sein, dass es ein prozesshaftes in Beziehung treten mit einer Sache oder einem Raum oder eben auch diesen digitalen Technologien ermöglichen soll. Und das ist so die Herangehensweise, wo die Resonanztheorie eigentlich in den Blick kommt. Das heißt, es ist die Idee eines offenen pädagogischen Settings, die ist damit verbunden, dass ich Handeln in dem Fall in einem Resonanzraum verstehe. Und Resonanz ist eine von Hartmut Rosa beschriebene Form der Weltbeziehung, in die Subjekte treten können. Resonanz ist auf Resonanzachsen angelegt. Rosa unterscheidet eigentlich drei verschiedene Arten von Achsen. Und da jetzt auch die Erklärung zur digitalen Resonanzachse. Es geht darum, es gibt vertikale Resonanzachsen, die, ich sage ich mal grob gesagt, von einer Person zu anderen Personen oder Personengruppen, so muss ich sagen, existieren. Es gibt horizontale Resonanzachsen, die zwischen Personen existieren, und es gibt eben diagonale Resonanzachsen, die zu einer Sache und in diesem Fall zu einem Raum, zu einer Technologie existieren. Der Hartmut Rosa hat bisher keine Resonanzbeziehung beschrieben, in dem ein Ausgangspunkt mehrere Subjekte sind. Das ist vielleicht noch wichtig. Also es geht schon um Gruppenprozesse, aber Resonanz ist immer etwas, was von einem Subjekt ausgeht. Und das ist auch in Bezug auf Lernen vielleicht ein spannender Anknüpfungspunkt. Ich möchte ganz kurz sagen, was die so vier zentralen Elemente sind für Rosa, was gegeben sein muss, damit Resonanz für ihn stattfinden kann. Und wir werden dann noch kurz eine Anknüpfung an die kritische Theorie machen. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet mit der Idee, dass das Teilnehmerinnenfeld möglichst auch Leute sind, die kritisch gegenüber neuen Technologien, die kritisch gegenüber auch der Idee der Hochschule sind, dass man jetzt in solchen neuen Räumen etwas tun soll. Und da gibt es eine Möglichkeit zur Anknüpfung auch zur kritischen Theorie, auf der die Resonanztheorie beruht. Und am Schluss werden wir noch kurz auf Medienpädagogik blicken. Jetzt aber die vier Säulen, sage ich mal, von Resonanz. Und ich glaube, das kann man ganz gut erklären auch mit einer Idee, dass etwas Prozesshaftes ist. Das heißt, ich erkläre das jetzt wirklich der Reihe nach, und der erste Punkt, der kann beim letzten Punkt wieder angeknüpft werden. Das ist vielleicht ja ebenfalls ein spannender Moment. Rosa sagt, dass Resonanz grundsätzlich mal eine sprechende Antwortbeziehung sein soll, und sie soll starten mit einem intrinsischen, echten Interesse. Das heißt, ich bin an einer Person, einer Sache wirklich interessiert. Ich möchte mit dieser Sache irgendwie mich auseinandersetzen. Das ist ein wichtiger erster Punkt, und darauf bildet sich eigentlich diese Form, dieser Modus der Weltbeziehung. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass ich mich, wenn ich in Resonanz zu etwas treten möchte, dass ich mich in irgendeiner Form selbst wirksam erfahre. Das heißt, ich habe die Idee, dass ich in Bezug auf diese Sache, in Bezug auf diese Person irgendeine Wirkung entfalten kann. Ebenfalls ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, es geht da darum, dass irgendwo, dass ich merke, ich kann da was ausrichten. Der dritte Punkt ist, Resonanzbeziehungen, sagt Rosa, sind darauf ausgelegt, dass eine Transformation stattfindet, und zwar eine Transformation, die nicht ausschließlich bei mir stattfindet, sondern auch bei dem auf der anderen Seite der Resonanzachse. Das heißt, da bewegt sich irgend in einer Form etwas. Und auch da ist wieder vielleicht ein großer möglicher Anknüpfungspunkt für Bildung allgemein zu finden, da dieses Transformationselement, denke ich, Bildungsprozessen eigen ist. Der letzte Punkt, und der ist spannend,
für auch das Prozesshafte, für auch ein offenes Setting ist das, Rosa sagt, Resonanz ist ein Prozess, der eine Unverfügbarkeit eigentlich beinhaltet. Das heißt, ich habe immer einen Teil von dem, von dem ich mich in Resonanz begebe, bleibt mir unverfügbar. Man könnte das übersetzen, es bleibt immer ein Teil auch das andere. Man kann da auch den Punkt finden, dass das halt eben in einen Prozess übergeht, der auch wieder starten kann. Also dieses Unverfügbare kann auch wieder erneut ein Startpunkt sein für eine Resonanzbeziehung. Gleichzeitig ist es auch ein Punkt, wo man eigentlich die kritische Theorie wieder anknüpfen kann und wo man sagen kann, es wirkt auch irgendwie in einer Form Beschleunigung entgegen. Dafür kommen wir vielleicht noch darauf. Was das auch heißt für pädagogische Settings, ist, dass halt eben ein offenes Setting sinnvoll ist, dass nicht Kompetenzen das Ziel sind, indem man etwas beherrschen möchte, sondern dass man, und in diesem Fall in Bezug auf digitale Technologie, dass man einen Weg findet, um sich prozesshaft in Beziehung zu setzen und da etwas ausrichten kann, ohne dass man das vollständig beherrscht und ohne dass man das halt eben auch vollständig irgendwie in eine, ich sage jetzt mal, in eine definierte Ecke drängt, dass es nur noch dass es nur noch etwas erfüllen kann, sondern dass das auch das offen bleibt. Cäsar, ganz kurze Frage. Hast du noch eine andere Folie auch? Weil, Ja, ich habe noch andere Folien. Es tut mir leid. Ich bin. Entschuldigung, das hab ich verpasst. Danke für den Hinweis. Das wäre die Folie gewesen. Das wäre die Folie gewesen über das, was ich jetzt gerade gesprochen habe. Also sprechende Antwortbeziehung, Selbstwirksamkeitserfahrung, Transformation, Unverfügbarkeit, die digitale Resonanzachse, der prozessuale und hier vielleicht auch noch ein Hinweis: Resonanz ist auch, wenn man das Wort verfolgt, wo das herkommt. Da geht es ja eigentlich um eine physikalische Beschreibung, in der zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Wellen sich gegenseitig beeinflussen. Und das ist spannend, weil da gibt es auch einen zeitlichen Aspekt und der verweist wieder auf das Prozessuale in der Idee. Ich glaube, diese Folie können wir auch schon wieder verlassen. Tut mir leid, dass ich die erst jetzt eingeblendet habe. Und weitergehen zu Anknüpfungen an die kritische Theorie. Also die Resonanztheorie schließt an die kritische Theorie an und geht davon aus, dass es eine Möglichkeit sein könnte, die von Rosa als Problem eingestufte Beschleunigung, die er in der aktuellen Welt sieht, der zu begegnen. Und er sagt da, wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. Und es geht bei der Beschleunigung darum, und das ist das Zitat, was da sehr gut passt, Dynamisierung in einem Steigerungssinn bedeutet, dass sich unsere Beziehungen zu Raum und zur Zeit, zu den Menschen und zu den Dingen, mit denen wir uns umgeben und schließlich zu uns selbst, zu unserem Körper und zu unseren psychischen Dispositionen fundamental verändert. Mit verändert, meint er natürlich, dass sie problembehaftet werden. Und das ist hier auch sage ich mal, anknüpfungsfähig auf das, was in der kritischen Theorie mit Entfremdung eigentlich benannt wird. Und diese Entfremdung, respektive diese Problematisierung, die verbinde ich jetzt so bin ich auf die Idee gekommen, in meinem Umfeld damit, dass Leute, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit digitalen Technologien, sage ich jetzt mal, dass die Probleme haben auch mit dieser Idee der Hochschule, die durchaus ja auch das einfordert, mit dieser Idee umzugehen. Und vielleicht gibt es da, und vielleicht ist es das später noch Möglichkeit für eine Diskussion auch darüber, vielleicht gibt es da ein Problem in meiner Idee, wenn man vielleicht auch, ich mache jetzt eine kleine Klammer auf, wenn man an Adorno denkt, der sagt, es gibt kein gutes Leben im Falschen, müsste man hier eigentlich einwenden, dass kritische Theorie innerhalb von, oder kritische Bildungstheorie innerhalb von einer
von einer Hochschule durchaus problembehaftet sein könnte. Und vielleicht kommen wir da noch in Diskussion. Rosa ist hier, sage ich mal, hat hier wenig Berührungsängste in dem Sinn, dass er durchaus sagt, dass es Möglichkeiten gibt, dass man solche Elemente auch innerhalb von problembehafteten Settings eigentlich nutzt, sage ich mal jetzt. Ich habe noch eine Folie, und zwar die Verknüpfung mit der Medienpädagogik. Und auch hier gibt es Anschlusspunkte. Auch hier sind die Anschlusspunkte allenfalls diskussionswürdig. Und zwar beziehe ich mich hier auf Dieter Barkes Konzeption von Medienkompetenz. Und dort findet sich eben die Möglichkeit, das mit Resonanz zu verbinden, aus meiner Sicht. Und zwar, weil Barke Kommunikation eng mit Handeln verknüpft. Und der sagt zum Beispiel, Menschen lernen kommunizieren, weil sie miteinander handeln müssen. Und insofern sind Kommunikation und Handeln nur verschiedene Modalitäten eines Grundzustandes des in der Welt Seins. Und das wäre so für mich der verbindende Gelenkpunkt zu dem, was Rosa auch das Unverfügbare nennt oder was er als unverfügbar auch beschreibt. Und bei Barke findet sich in diesem Zusammenhang noch von Worten und Taten noch mehr. Und das wäre zum Beispiel dieses Zitat hier, dass Worte und Taten unterschiedliche Aggregatzustände seien und dass er am Schluss sagt, dass Medienkompetenz eigentlich meint, dass ja, jetzt habe ich mich verrannt mit dem Zitat auf den Kopf stellen. Aber ich glaube, es besser ist, wir lesen das Zitat kurz. So unterschiedliche Aggregatzustände Worte und Taten darstellen mögen, sie hängen doch zusammen. Und insofern ist es beispielsweise keineswegs gleichgültig, welche Worte jemand wählt oder welche Taten jemand tut. Und Medien sind in diesem Zusammenhang dann jene Vermittler, deren Praktiken man beherrschen und deren Zwecke man relativieren können muss. Das meint Medienkompetenz. Und Barkes grundlegende Überlegung zu Kommunikation und Sprache zeigen, dass Sprache für Barke als etwas gemeint sein muss, das sich irgendwie in einer Form nicht festmachen lässt und in diesem Sinn eigentlich eben diese Unverfügbarkeit oder diese Unverfügbarkeit ebenfalls sich ja, anschließen lässt. So würde ich das mal stehen lassen. Und was Barke ebenfalls fordert, ist ja eben diese Reflexion über Kommunikation und Handeln und den Einsatz der damit verbundenen Medien. Und das vermutlich instabile und sich immer erweiternde neuordnende System von Medien, das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, was mit Unverfügbarkeit sich zusammenschließen lässt. Ja, also so die Ziele einer so angelegten medienpädagogischen Theoriefolie, in der Akteurinnen nicht bloße Medienrezipientinnen bleiben, sind wiederum bei Barke zu finden. Wichtig war, das ist wieder ein Zitat von Barke, wichtig war nur die Emanzipation des Individuums aus Bewusstseinszwängen, die Förderung einer Selbstbestimmung und seiner Partizipationschancen. Auch da Bezugspunkte zu Resonanz von Rosa sind gut machbar. In Bezug auf die Rolle der Akteurin beschreibt Barke, es entstand eine handlungsorientierte Pädagogik, die an die Stelle des Medienrezipienten die Mediennutzer setzte. Mediennutzung ist doppelwendig. Es besteht nicht nur in der Rezeption produzierter Botschaften, sondern auch in der Produktion eigener Inhalte. Das wäre so für mich so die Abrundung, wie man das medienpädagogisch wenden kann und damit eigentlich auch für mich der Abschluss für meinen Input, was ich hier
zeigen wollte. Und ich hoffe, dass das irgendwie in einer Form spannend und aufschlussreich war, und hoffe mir natürlich, oder hoffe mir natürlich, dass wir da noch ins Gespräch kommen darüber. Sehr gut, vielen Dank. Genau, wir werden dann auf jeden Fall noch Zeit haben. Wie gesagt, es geht ja jetzt wirklich darum, eine Analyse vorzunehmen und Sie alle quasi anzuregen, darüber nachzudenken. Wir werden jetzt keine Diskussionsrunde dazu starten oder fragen, also das habe ich vielleicht vorher vergessen zu sagen. Es geht wirklich um das drüber nachdenken. Sie haben dann ganz viel Zeit eben in den Breakout-Räumen das zu tun. Aber gerade der letzte Punkt, den du gesagt hast, da kann ich jetzt schon anschließen an das, was gestern ganz oft gesagt worden ist, nämlich, dass wir eben davon wegkommen müssen, dass wir womöglich immer alle Materialien für den Inverted und Flipped Classroom bereitstellen müssen, sondern auch die Lernenden in diese Rolle eigentlich auch irgendwie hineinbringen und ihnen Kompetenzen geben, damit sie das auch machen können. Ja, also danke, das war ein perfektes Schlagwort. Gut, liebe Sabrina, lieber Patrick, dann werdet ihr die Nächsten und freue mich. Also, wir werden unseren Kurs Roboteach vorstellen und dazu das Forschungsdesign auch. Ich fange erstmal an mit einem Überblick darüber, was ist der Kurs, was wollen wir hier vermitteln, und danach geht dann meine Kollegin Sabrina Zeiter auf das Forschungsdesign ein und wie wir das wirklich evaluieren und beforschen. Wir kommen beide von der Philipps-Universität Marburg, arbeiten hier im Projekt Roboprax von Professor Jürgen Hanke, den ja wahrscheinlich viele kennen, und haben dort auf der einen Seite den Kurs Das Robotikum, wo wir ein Roboterpraktikum für Schüler anbieten. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen mediendidaktischen Kurs erstellt, der Robot Teach heißt, der jetzt ein Lehramtskurs ist mit humanoiden Robotern fürs Lehramtsstudium. Diesen Kurs, können sich die Studierenden auch als Pflichtmodul anrechnen lassen. Und innerhalb dieses Kurses wird der didaktische Einsatz humanoider Roboter in der Schulbildung geübt. Das heißt, wir reden über ethische Aspekte, über didaktische Aspekte und auch, was sind Roboter, über andere Medien, über andere Technologien. Und mit Hilfe von relativ simpler Blockprogrammierung wird dann den Studierenden beigebracht, wie man diese Roboter programmieren kann. Das geht jetzt auch nicht primär darum, dass man sich nur mit diesen Robotern auskennt, sondern man die Studierenden und auch die zukünftigen Lehrer und Lehrerinnen, die lernen dann auch, wie man sich mal mit einer neuartigen Technologie aussetzt, innerhalb weniger Wochen reinfuchst und das dann auch didaktisch sinnvoll im Unterricht mal einsetzen kann. Der Kurs, den führen wir teilinvertiert durch. Das bedeutet, wir haben 5 Präsenztermine à 3,5 Stunden und einen Online-Vorkurs, der im MOOC-Format ist. Das heißt, wir haben jetzt nicht den klassischen ICM-Ansatz, wo das beides parallel läuft, sondern wir haben den Vorkurs, wo Informationen über was sind Roboter, was sind humanoide Roboter, wie bedient man die Blockprogrammierung. Also die ganzen Basissachen, die man in ICM auch auslagert, das haben wir genauso ausgelagert, dass in den Präsenzterminen wir dann doch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass wir da direkt mit den Robotern in die Arbeit einsteigen können und diskutieren können und dass die ganzen Kompetenzen schon davor einmal vermittelt wurden. Wir haben 3 Pilotgruppen bis jetzt gehabt von diesem Kurs. Im Wintersemester 2019/20 haben wir angefangen. Das ist mal der dritte Kurs, der in 2 oder 3 Wochen jetzt die Prüfung haben wird. Fürs Sommersemester haben wir den Kurs auch nochmal genehmigt bekommen. Wir haben maximal 12 Teilnehmer pro Semester, was den Robotern auch geschuldet ist und zurzeit auch Corona, dass wir einfach durch die Universität nicht erlaubt sind, mehr in der Präsenzphase zu haben. Und die Präsenzphase ist einfach unabdingbar hier, weil mit den Robotern muss man einfach praktisch arbeiten und kann die Roboter nicht immer nur über Online-Lehre damit arbeiten. Bei dem Modul gibt es zwei Leistungen, die man bestehen muss. Das eine ist dann der MOOC und die Anwesenheit, und das andere ist dann noch eine Prüfungsleistung, die in einem Portfolio abgegeben wird. Da erwarten wir eine Projektreflexion, eine Roboteranwendung, die die Lehramtsstudierenden dann auch wirklich für ihr Fach sinnvoll eingesetzt haben. Jemand, der dann Englisch oder Bio zum Beispiel studiert, der soll auch sich eine Anwendung oder einen Anwendungsfall, einen Use Case ausdenken, wo er den Roboter in seinem entweder Bio- oder Englischunterricht eben einsetzen kann. Bis jetzt hatten wir in diesen 3 Semestern hätten wir mögliche 36 Studierende haben können und hatten 28. Davon haben sich 21 auch für die Prüfungs- und Studienleistung angemeldet.
zwei dann nur für die Prüfung, drei für die Studienleistung. Und wir hatten sogar zwei, die Fachfremde waren, die wollten einfach nur zum Spaß in den Kurs, weil es sich interessant angehört hat. Und von diesen 28 Teilnehmern gab es dann fünf Abbrecher, die zwar die Studienleistung gemacht haben, aber dann die Prüfungsleistung am Ende nicht. Und nur einen Durchfaller, wo die Prüfungsleiste dann doch nicht den Anforderungen entsprochen hat. Jetzt kurz zu, was ist die Ziele unserer Beforschung, bevor meine Kollegin dann weitermacht mit dem Forschungsdesign? Also die Beforschung des ICM und der Teilinventierung sind bei uns ein Teilaspekt der Forschung. Aber wir gehen auch vermehrt darauf ein, was wir wirklich den Studierenden hier bieten, da wir einen neuen Kurs haben, den es vor allem auch in Marburg und in, was wir jetzt soweit gesehen haben, an anderen Universitäten im Lehramtsstudium noch nicht so vermehrt gibt, auch als Pflichtmodul, dass man wirklich Medienpädagogik hat und schaut, wie kann ich denn neue Technologien wirklich sinnvoll einsetzen und das auch im Studium. Daher ist das auch wirklich ein großer Punkt von uns. Was ist der Mehrwert für die angehenden Lehrer und Lehrerinnen? Daneben natürlich auch die kursunterstützende Wirkung des MOOCs ist uns natürlich auch sehr wichtig. Bringt der MOOC was, bringt er nichts? Was für die Lehrer oder die angehenden Lehrer und Lehrerinnen wichtig ist, ist auch da der Abbau von diesen Technologieängsten, die Vorurteile, dass die Einstellung, Technologien im Bildungskontext einzusetzen, einfach ein bisschen gesteigert werden. Wie ich vorhin erwähnt habe, dass wenn man sich schon mal im Lehramtsstudium gesehen hat, dass man innerhalb von 3, 4 Wochen kann man sich in eine neue Technologie wie einen humanoiden Roboter hineinfuchsen, den ein bisschen programmieren, dann sinkt auch die Hemmschwelle in der Zukunft, mal eine Technologie einzusetzen, die neu ist und der man sich noch nicht auskennt. Und im Endeffekt geht es uns dann natürlich auch um die Evaluation des gesamten Kurskonzepts, was neben der Beforschung wichtig ist, sprich Qualitätssicherung, Weiterentwicklung unserer Kurse, der Anwendungen und auch die stetige Verbesserung, weil die Kurse nie perfekt sind. Es geht immer besser, das wissen wir alle. Ja, jetzt wird meine Kollegin weitermachen mit dem Forschungsdesign. So, hallo, von mir auch nochmal hallo, Sabrina Zeiter. Ich habe jetzt die Ehre, Ihnen unseren qualitativen Forschungsansatz näher zu bringen. Wir basieren, also Sie haben ja gerade gehört, das ist eine sehr kleine Teilnehmerzahl. Wir haben uns aber auch ganz bewusst für den qualitativen Forschungsansatz entschieden, weil wir an dem Warum mehr auch interessiert sind und an Hintergründen. Wir nutzen einen agilen Forschungsprozess, das heißt, wir arbeiten mit einer Art Sprints. Mein Kollege hat ja gerade schon vorgestellt, dass wir verschiedene Semester das jetzt schon durchgeführt haben und auch noch ein weiteres Semester mindestens es weiter durchführen werden und testen. Diese Sprints sind so ein bisschen aus dem geschuldet, dass wir sagen, ein Semester ist für uns ein Sprint. Allerdings, das ist so der Regelfall, allerdings arbeiten wir auch mit kleineren Sprints. Das heißt, ein Block kann ein Sprint sein. Das war am Anfang so der Fall, dass man von einem Block zum nächsten Block dann sich was durch Beobachtungen und Reflexionen ergeben hat, was im nächsten geändert wurde. Aber es kann, durch Corona geschuldet auch, haben wir jetzt unseren Kurs geteilt. Das heißt, aufgrund der Raumsituation und der Quadratmeter, die pro Person zur Verfügung stehen müssen, haben wir den Kurs mit maximal 12 Teilnehmern auf 6 Teilnehmerkurse, auf 2 6-Teilnehmerkurse, die nacheinander stattfinden, geteilt. Und damit ergibt sich halt auch die Möglichkeit tatsächlich, wenn man das gleiche Modul, also den gleichen Block, zweimal hintereinander gibt, dass im ersten Modul sich was ergibt oder im ersten Block sich etwas ergibt, was im zweiten dann verändert wird, um zu sehen, ob es dann zu einem anderen Outcome kommt. Wir sind tief verwurzelt in der Aktions- und Interventionsforschung. Wir arbeiten explorativ und evaluativ in unserer Forschung, sind aber vermehrt geleitet durch, das hat mein Kollege ja gerade auch dargelegt, durch Entwicklungsinteresse. Also wir verstehen das, um mal mit Leutner zu sprechen, als Handlungsorientierung im Sinne einer direkten Verbesserung der pädagogischen Praxis. Wir arbeiten mit Partizipation. Das heißt, Forschende agieren bei uns als aktiver Teil der Intervention. Wir arbeiten mit Kommunikation, das heißt, Forschende und Beforschte treten in einen Austausch im Kurs direkt. Wir arbeiten mit Interaktion, das heißt, wir verstehen den ganzen Prozess als einen gemeinsamen Lernprozess mit einem Fokus auf das gesellschaftliche Problem Medien, Digitalisierung, Lehre, der ganze Fragenkomplex.
Und wir arbeiten, unterstützen uns vermehrt auf Reflexion, zum einen des Forschungsgegenstandes, aber zum anderen auch der Methoden, die wir verwenden, der Didaktik und dergleichen. Wir sehen das als, also wir sehen Aktionsforschung hier als eine Methode der Unterrichtsforschung und gleichzeitig als ein Instrument der Qualitätsverbesserung, um mal mit Gabriele Bergfelder-Boos zu argumentieren. Ups, jetzt bin ich eins zu weit gegangen, Entschuldigung. Wir basieren oder wir haben als einen unserer Stützpfeiler Triangulation. Wir nutzen es einmal auf Basis von Daten, also wir erheben Daten auf zu unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschiedlichen Personen, aber auch auf Basis der Investigatoren. Das heißt, wir haben unterschiedliche Beobachter, zum einen die wissenschaftlichen Beobachter, zum anderen fungieren auch die Workshopleiter als Beobachter. Und wir arbeiten mit einer Within-Method-Triangulation, das heißt einer Kombination innerhalb einer Methode. Wir nutzen wir haben Online-Fragebögen und in diesen Online-Fragebögen nutzen wir verschiedene Skalen. Wir nutzen Interviews und in den Interviews variieren wir zwischen Erzähl- und Fragenteile zum Beispiel. Außerdem haben wir auch eine Between-Method-Triangulation. Also wir nutzen, wie ja eben schon ersichtlich wurde aus den zwei Beispielen, verschiedene Methoden zur Beforschung, also Beobachtung, Reflexion, Interviews, Fragebögen. Auf die gehe ich jetzt aber noch mal ein bisschen näher ein. Unsere Datenerhebung erfolgt, oder einer der Stützpfeiler unserer Datenerhebung sind die teilnehmende Beobachtung einer wissenschaftlichen Begleitung. Das bin ganz häufig ich oder fast immer ich. Das basiert auf einem Beobachtungsbogen, den wir vorher erstellt haben. Diesen Beobachtungsbogen nutzen auch die Workshop-Leitenden für ihre eigenen Beobachtungen. Bei ihnen ist die Aufgabe so ein bisschen zweigeteilt. Sie haben zum einen einen Beobachtungsauftrag, zum anderen haben sie natürlich auch einen Reflexionsauftrag, also ihre eigene Tätigkeit nochmal zu reflektieren. Das heißt, sie arbeiten im Rahmen der vorgegebenen Beobachtungsfelder und ergänzen diese dann durch eigene Reflexion. Auch unsere Studierenden schreiben Reflexionen, das hatte mein Kollege ja schon erzählt. Das ist Teil ihrer Prüfungsleistung, da komme ich später nochmal drauf zurück. Wir nutzen Online-Befragungen an unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir haben 3 Online-Befragungen, die wir nutzen. Das sind kleine Fragebögen, in denen wir sagen nicht wirklich quantitative Erhebungen, weil es halt auch wirklich so eine kleine Gruppe auch nur ist. Aber da sind dann auch tatsächlich qualitative Fragen mit drin. Wir starten noch, bevor das Semester praktisch richtig angefangen hat, bevor es irgendeine Inhaltsvermittlung gibt. Die angemeldeten Studierenden oder zugelassenen Studierenden in dem Kurs erhalten dann als allererste Information auch einen Link zu einer Befragung, die sie bevor sie im MOOC teilnehmen, tatsächlich durchführen sollen. Danach kommt der MOOC und nach dem MOOC kommen sie in die Präsenzphase. In der Präsenzphase erhalten sie dann, bevor wir weitergehen, die zweite Befragung als Link. Und am Ende der Präsenzphase erhalten sie dann den dritten Link zum Ende, sozusagen als Abschluss des Kurses. Die Befragungsfelder hier erstrecken sich über Einstellung, Qualitätssicherung und Kompetenzgewinn. Natürlich variiert das. Wir mal fragen natürlich keinen Kompetenzgewinn bevor wir überhaupt den Kurs gestartet haben. Also das heißt, die Gewichtung ist da immer unterschiedlich und welche Felder prädominieren. Dann haben wir Interviews, die wir mit den Teilnehmenden führen. Hier gilt die Prämisse, dass wir dies nicht während dem Kurs tun, sondern tatsächlich erst am Ende, damit es auch nicht irgendwie in Relation zu die Aussagen nicht verfälscht werden, dadurch, dass sie noch Noten oder dergleichen von uns bekommen, dass die Beforschenden auch gleichzeitig die sind, die sie benoten. Das heißt, alle Noten, alles ist absolviert, dann erst werden sie zu Interviews eingeladen. Wir streben immer eine Vollerhebung an, da wir ja so ein kleiner Kurs sind. Das klappt nicht immer, weil es natürlich eine freiwillige Sache ist und es auch immer nach dem Kurs erst stattfindet. Die Interviews mit den Teilnehmenden sind teilstrukturiert, mit Anleihen an problemzentrierten Interviewformen. Wir arbeiten leitfadengestützt. Allerdings hat da der Interviewer auch immer die Möglichkeit, Fragen wegzulassen, je nachdem, wer vor einem sitzt oder was die Grundvoraussetzungen waren der Person oder auch des Kurses, da gibt es dann Anpassungen. Da wir ja, wie gesagt, mit Sprints arbeiten und nach jedem Kurs es eine Veränderung gibt, so haben wir den Basisfragebogen sozusagen, der angepasst wird, je nachdem, wer vor einem sitzt, auch ergänzt werden kann um weitere Fragen.
wenn es sich aus dem Gespräch heraus ergibt. Die Durchführung würden wir gerne immer persönlich machen, aber in der heutigen Zeit sind wir natürlich auch auf Online-Formate umgestiegen. Die zentralen Interviewfelder sind da zum einen natürlich der Online-Fokus, also der MOOC, der RoboBase, dann die Präsenzphase, also das Robotikum. Darüber hinaus sprechen wir mit den Studierenden über curriculare Verankerungsmöglichkeiten sowie Lehre und Digitalisierung. Also hier haben wir den etwas narrativeren Teil auch. Dann transkribieren wir diese Interviews. Das machen wir in der Regel manuell. Auf jeden Fall, nein, nicht auf jeden Fall, sondern wir stützen das meistens auch noch durch Speech Notes, weil es einfach das Tempo der Transkription etwas erhöht. Denn ein Interview ist 40 bis 60 Minuten. Das ist schon relativ viel. Wenn Sie dann das 12-mal machen oder 10-mal machen, das ist schon eine Menge an Transkriptionsarbeit. Dann hatten wir ja vorhin, hatte mein Kollege ja noch erwähnt, dass Sie Prüfungsleistungen haben und dort Projekte abgeben müssen, also ein Projektportfolio. Das Projektportfolio besteht aus einem sogenannten Mikroprojekt. Ein Mikroprojekt ist eine Roboteranwendung für ein bestimmtes Schulfach und eine bestimmte Jahrgangsstufe und eine bestimmte Schulform. Die müssen immer im Kerncurriculum verankert sein. Wir legen da das Kerncurriculum in Hessen zugrunde, weil wir natürlich eine Universität in Hessen sind. Und dann müssen diese Programme direkt im Kerncurriculum in dem bestimmten Jahrgang, den man gewählt hat, verankert sein und in dem bestimmten Fach. Die Programme müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also technische Voraussetzungen im Bereich Dialog, Sensorik, Wahrnehmung, aber auch inhaltlicher Natur, also die Konkordanz zwischen Schwierigkeit und Zielgruppe, zur Einsetzbarkeit oder auch zur Übersichtlichkeit der Materialien und dergleichen. Auch die Durchführbarkeit spielt da eine Rolle. Darüber hinaus müssen die Studierenden mediendidaktische schriftliche Reflexionen und Projektreflexionen abgeben. Und diese unterziehen wir dann einer Dokumentenanalyse, in der Regel auf Basis einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse. Und die Kategorienbildung ist dort in der Regel induktiv. Unser Analysetool, das wir zur Unterstützung nutzen, ist MaxQDA. So, das wäre es soweit von uns. Hier nochmal ein paar unserer Quellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls es noch Fragen gibt, sind wir jetzt bereit. So, jetzt müssen wir noch Bildschirmfreigabe beenden. Darf ich kurz fragen, was ist der Unterschied zwischen Aktions- und Interventionsforschung? Also Aktionsforschung kenne ich, aber was ist Interventionsforschung? Ja, also sie sind sehr nah beieinander, aber wir haben halt eine Intervention. Aktionsforschung ist, wenn Sie zum Beispiel ihren eigenen Unterricht beforschen, ja. Und achso, das kannten Sie ja schon, hatten Sie gerade gesagt, Entschuldigung. Bei Interventionsforschung ist es, dass Sie eine Intervention, die kann ein ganzer Kurs sein, wie jetzt hier, es kann aber auch eine kleine Aktion innerhalb eines Kurses sein, dass Sie diese reinfügen in Ihren Kurs zum Beispiel oder in ein Curriculum, in einen Studiengang und diese Intervention dann beforschen und die direkten Auswirkungen dieser Intervention. Okay, danke. Super, ja, danke schön, Sabrina und Patrick. Auch super, dass da gleich eine Frage kommt. Also ich wollte es auch vorher nicht abstellen. Also genau, das geht ja auch, dass wir Fragen stellen. Vielen Dank, gerade wenn es um so eine Verständnisfrage auch geht. Aber genau das ist eben auch das Ziel des Vormittags, dann genau über solche Methoden, Ansätze sich eben dann auch auszutauschen und um klar zu werden. So, gut, super. Dann darf ich bitten, dem Robert Weinhandel noch die Rechte für die Bildschirmfreigabe zu übertragen und dann Robert, hast du noch die letzten Minuten? Die letzten 10. Ein bisschen das Tempo nach oben schrauben. Und ich hoffe, dass man jetzt meinen Bildschirm sieht, der noch weiß sein sollte. Ja, ich sehe dich nicken. Gut, dann auch von mir einen schönen Vormittag zu 15 oder vielleicht nur mehr 10 Minuten explorativen Forschungsansätzen oder wie eben Hypothesen generierende Ansätze für die Erforschung des Inverted- oder Flipped-Classroom-Unterrichts eingesetzt werden können. Bei mir oder vorbereitet gemeinsam auch mit der Stefanie Schallert von der Virtuellen Pädagogischen Hochschule wird es etwas allgemeiner sein und wir werden dann erst, oder das haben uns darauf entschlossen, erst am Ende
wirklich konkret in unsere Forschung hineinzugehen. Ja, mein Name, wie es der Josef schon gesagt hat, ist Robert Weinhand. Ich bin jetzt Uni-Assistent an der Johannes Kepler Universität in der Linz School of Education und habe ja 2019 dann meine Dissertation geschrieben oder verteidigt geschrieben, habe sie ein bisschen länger und hatte da im Zentrum eben den Flipped Classroom-Unterricht im Sekundarstufenunterricht, nämlich im Fach Mathematik. Die Frage, die zuerst einmal geklärt werden soll, ist, wo können die explorativen Forschungsansätze überhaupt in einem größeren Forschungsprozess verortet werden? Und wenn man sich Forschung als großes Ganzes ansieht, beginnt das meistens immer mit einer Idee oder mit einem Interesse. Damit die Idee oder das Interesse aber dann auch wirklich wissenschaftlich bearbeitet werden kann, bedarf es erster Hypothesen und auch wissenschaftlich geleiteter Theorien. Und genau um diese Hypothesen und dann Theorien entwickeln zu können, ist die explorative Forschung notwendig. Das heißt, dass das noch abstrakte Konstrukt einer Idee oder eines Interesses dann wirklich wissenschaftlich auch greifbar wird. Hat man dieses dann, so werden meistens prüfende Forschungsansätze in einem zweiten Schritt angewendet und dabei kommt es eben zu einem Wechselspiel zwischen induktiver Forschung, nämlich der explorativen Forschung, wo ich etwas entdecken möchte, und dann deduktiver Forschung, das heißt, wo ich aus dieser allgemeinen Theorie das Ganze wieder überprüfen möchte, hinaus zu den konkreten Fällen. Wenn man aber, so wie es vor einigen Jahren oder jetzt schon Jahrzehnten war, von der Idee des modernen Flipped Classroom-Unterrichts zu ersten Hypothesen und Theorien möchte, dann sind es die explorativen Forschungsansätze, die vonnöten sind. Im nächsten kurzen Teil wollten wir uns damit beschäftigen, wie können jetzt explorative Forschungsansätze charakterisiert werden und eben auch etwaige Mythen aus dem Weg räumen, dass das jetzt nicht nur ein Storytelling und nicht nur deskriptiv ist, sondern wirklich fundierte Forschung. Grundlegend wird die explorative Forschung meistens den qualitativen Forschungen zugeschrieben. Es können, das soll aber auch hier unterstrichen werden, definitiv quantitative Methoden hier da eingesetzt werden. Das heißt, man ist da jetzt nicht in einem festen Konstrukt. Wie es der Name schon sagt, ist bei der explorativen Forschung eben der Forschungsgegenstand oder das Forschungsobjekt noch wenig oder nicht erforscht, definitiv noch nicht genug erforscht, um dann eben in einer quantitativen Forschung konkrete Fragen stellen zu können. Da, dass das Objekt und der Gegenstand wenig noch erforscht sind, sind es meist auch mehrere oder größere Phänomene oder Aspekte, die ins Zentrum der Forschung gestellt werden. Und bei diesem Untersuchen der größeren Aspekte und mehreren Elemente kommt es meistens auch zu einem engen Kontakt der Forscher und Forscherinnen mit eben den zu untersuchenden Objekten oder eben Probanden. Wie kann das jetzt operationalisiert werden? Wie kann das im Zuge der Flipped Classroom-Forschung jetzt wirklich in potenzielle Fragestellungen übergeführt werden? Ein kurzer Auszug jetzt. Das allgemeine Konstrukt und was die Stefanie und ich im Zuge unserer Dissertationen auch gemacht haben. Dabei ging es beispielsweise, welche Aspekte eben eines Flipped Learning oder Inverted Learning könnten für Schüler in der Sekundarstufe im Mathematikunterricht von Bedeutung sein. Oder wie können Vorphasen oder wie können Einstiegsphasen in Präsenzunterrichte aus Lehrerperspektive gestaltet sein, so dass man möglichst viele Schülerinnen und Schüler auch aktivieren kann. Oder dann wesentlich mehr jetzt ins Gebiet von der Stefanie hineinreichen, welche, wenn man da davor jetzt noch setzt, Design-Elemente könnten wichtig sein, um eben vielleicht auch Discovery-Based Learning und Ähnliches zu ermöglichen. Um jetzt diese Fragestellungen behandeln zu können, um jetzt diese Fragestellungen näher kommen zu können, gibt es ein reichhaltiges Repertoire an Forschungsmethoden, an Forschungswerkzeugen. Die Liste, die ich jetzt hier präsentiere, ist definitiv nicht taxativ und vollständig, sondern nur mal ein grober Überblick von den bekanntesten wahrscheinlich Erhebungsmethoden, was qualitative Befragungen sind, qualitative und oder teilnehmende Beobachtungen. In fast allen Studien sind es Interviews, in der explorativen Forschung sind es meist halb oder nicht strukturierte Interviews, das heißt, man hat gewisse Talking Points, die man abarbeiten möchte. Es ist jetzt aber nicht so, dass man wirklich einen fest vorgelegten und in der Chronologie schon strukturierten Katalog an Fragen hat, die man abarbeitet. Es können jetzt nicht nur einzelne Personen, sondern es können auch mehrere hier in die Forschung mit einbezogen werden oder in die Datenerhebung mit einbezogen werden.
Das heißt beispielsweise Gruppendiskussionen. Und in den meisten Fällen ist es so, dass jetzt nicht nur ein Erhebungsinstrument oder eine Erhebungsmethode verwendet wird, sondern eben entsprechend der Forschungsfrage immer und immer entsprechend dem Forschungsziel es zu einer Kombination von verschiedenen Erhebungsinstrumenten kommt und hier definitiv auch vor allem noch stärker dann im Design-Based Research quantitative Erhebungsmethoden verwendet werden können. Um die Erhebungsmethoden jetzt zu verwenden, braucht es aber auch Methodologien und im Explorativen ist man da eher jetzt, sage ich, im Holistischen, das heißt, man sieht sich viele große Teile des Forschungsgebiets an und je nach gewählter Methodologie kann es auch spezifischer werden. Das heißt, die Methodologie gibt es per se nicht, sondern es ist ein Kontinuum von einer holistischen Methodologie bis hin, also eine holistische könnte sein, ich will den Inverted Classroom untersuchen. Und wenn ich weitere Einschränkungen tätige, den Inverted Classroom in der Fachhochschullehre, in einem speziellen Studienbereich im ersten Semester. Das heißt, je konkreter ich werde, je spezifischer werde ich und je weiter wandere ich an dem Kontinuum nach rechts. Und hier haben eben die Stefanie und ich zwei Methodologien uns ausgewählt, nämlich die Grounded Theory, meist nach Glaser-Strauss, aber auch Corbin Karmaz sind da bekannte Vertreter, oder den Educational Design oder auch Design-Based Research. Kurz ein Überblick, was ist das, was sind potenzielle Vor- und Nachteile? Bei der Grounded Theory, das heißt bei einer holistischen Methodologie, geht es darum, dass eigentlich alle Elemente, alle Player in die Forschung mit einbezogen werden und alles, was im Zuge der Forschung gefunden werden kann, Daten sind. Man darf sich aber jetzt nicht von eben diesen Möglichkeiten des Einbeziehens von Elementen, Playern und des Erhebens von Daten erschlagen lassen, sondern es muss immer die Fragestellung und es müssen immer die Forschungsziele sein, die dann entscheiden, was sind jene Elemente dieses reichhaltigen Felds, die ich in meine konkrete Forschung mit einbeziehe und welche Daten tragen dann wirklich auch dazu bei, dass mein Forschungsziel erreicht werden wird. Grounded eben deswegen, weil die Theorie in den Daten gegroundet ist. Da gibt es jetzt nicht die tolle Übersetzung ins Deutsche. Am besten hat mir gefallen, eben, dass die Theorien oder die Hypothesen, die im Zuge der Grounded Theory Forschung entstehen, den Daten, den gesammelten Daten entwachsen. Die Kritikpunkte, die hier meistens kommen, wenn man diese Art von Forschung betreibt, ist eben, dass eine zu starke Nähe der Forscher und Forscherinnen zum Forschungsobjekt genannt wird, dass die Forschung als subjektiv bezeichnet wird und dass man niemals weiß, wie viel eigentlich genug ist. Die Nähe der Forscherinnen und Forscher zum Forschungsobjekt kann jetzt per se und soll auch nicht aufgelöst werden, sondern wichtig ist, wenn Sie oder wenn du in deiner zukünftigen Tätigkeit entsprechend der Grounded Theory forschst, dass all deine Forschungsschritte, all deine Aktivitäten mit den beforschten Objekten oder mit den beforschten Personen dokumentiert werden und das dann auch präsentiert wird. Die Subjektivität löst sich zu einem gewissen Grad auch von selbst auf, denn wenn alles untersucht werden kann und fast ja auch alles als Daten verwendet werden kann, ist das selten jetzt ein Einzelsport, die Grounded Theory Forschung. Das heißt, es wird meistens in einem Team von 2 bis 4 Personen betrieben und je mehr Personen es betreiben, umso größer wird natürlich dann auch die Objektivität der Forschung. Und die Frage zu beantworten, wie viel ist genug? Da kann man sich oder haben wir uns als Daumen mal Pi-Regel gewählt, dass wenn eben neue Datenerhebungen und damit verbundene Datenanalysen keine neuen Erkenntnisse bringen, dann ist eben Saturation, dann ist eben eine Sättigung vorhanden und man kann diese Ergebnisse dann auch präsentieren. Beim Design-Based Research werden wir jetzt schon spezifischer, das heißt, aus einem konkreten Feld wählen wir spezifische Design-Elemente aus. Und zu diesen und eben nur diesen Designelementen kommt es dann zu einer zielgerichteten und auch zyklischen Sammlung von Daten, immer begleitet mit Interventionen. Das bedeutet, man möchte sich einen gewissen Aspekt des Inverted Classrooms ansehen. Man erhebt Daten. Entsprechend dieser Daten werden erste vorläufige Hypothesen oder Theorien generiert. Dann verändert man, dann verbessert man im Idealfall diese Intervention und wendet sie erneut an.
Und durch diese Zyklen, durch eben diese Iteration zwischen Datensammlung und Anwenden der neuen Erkenntnisse soll einerseits der Body of Knowledge der Wissenschaft vergrößert werden und andererseits, das ist auch ganz wichtig bei der Design- oder Design-Based-Forschung, sollen die Theorien, Hypothesen dann auch für Praktikerinnen und Praktiker auch anwendbar sein. Und hier ist es eben dann auch, dass eben die Theorien wiederum den Daten entstammen, aber diese auch teilweise geprüft werden. Wie gehen wir jetzt vor? Hierbei, gemeinsam mit der Stefanie Schallert, habe ich im Schuljahr 2018-19 über 8 Monate hinweg entsprechend der Grounded Theory an zwei Schulen mit insgesamt 3 Klassen, ca. 60 Schülerinnen und Schüler, den Flipped oder Inverted Learning Ansatz angewendet und wir wollten der entsprechend des Flipped Learning Netzwerks als eine Weiterentwicklung oder eine potenzielle Weiterentwicklung des Flipped Classroom gesehen wird und wir wollten wissen, nachdem die Probanden den Flipped Classroom und Flipped Classroom Unterricht schon kannten, welche Elemente dieser Weiterentwicklung eben wichtig und notwendig sind. Bei der Grounded Theory ist es jetzt immer so, dass es zu einem Wechselspiel zwischen Datensammlung, sprich und Datenanalyse Induktion, das heißt Erweiterung und Verbesserung der Hypothesen und dann diese neuen Hypothesen in deduktiver Weise wieder auf das Feld angewendet werden. Ein spezieller Aspekt der Grounded Theory hierbei ist eben, dass diese Datensammlung entsprechend dem theoretical oder theoretischen Sampling vonstatten geht. Das heißt, immer die letzten Hypothesen bestimmen die neuen Daten, die gesammelt werden und auch die Instrumente, wie diese Daten eben ausgewertet werden. Und hier kommt es dann auch zum Coding. Und dieses Coding wird dreigeteilt bei der Grounded Theory, nämlich in ein offenes, in ein axiales und in ein selektives Coding. Beim offenen Coding geht es wirklich darum, die Daten einmal aufzubrechen. Und das Neue und für viele, die auch neu in der Grounded Theory sind, etwas komplexere, ist dann eben das axiale Coden, wo man dann versucht, diese offenen Codes, die wir hier gesammelt haben, also es ist schon aus einer Publikation jetzt raus, dieses Working Together, Individual Learning and the Workload, all diese Codes werden um ein potenziell zentrales und oder um einen potenziell zentralen wichtigen Code herum angeordnet. Das war bei uns das Fearless Learning, das für Schülerinnen und Schüler von Bedeutung war. Dieses Phänomen wird in die Mitte gestellt und dann werden die weiteren Codes nach Ursachen, Handlungsstrategien und damit verbundenen Konsequenzen angeordnet. Und diese Gruppen werden dann wieder mit neuen Schlagworten versehen und zu einer Art höheren Abstraktion gehoben. Das heißt, dass es zu einer besseren Generalisierbarkeit kommt. Und wenn wir uns den oder das Wechselspiel zwischen Induktion und Deduktion wieder kurz in Erinnerung rufen, so sehen wir, dass eigentlich beim Design oder Design-Based Research dieses Wechselspiel in einer viel größeren und elaborierteren Art und Weise eben angewendet wird. Das ist jetzt hier bitte nur ein Zyklus dieser ich bin Semi-Experte, die Steffi ist leider jetzt nicht hier, aber mindestens 3 Zyklen sollten definitiv bei einem Design-Based Research angewendet werden. Wo es darum jetzt geht, dass man Theorie und Erkenntnis geleitet ein erstes Ziel setzt. Das war zum Beispiel bei der Stefanie, wie man Learning Patterns entwickeln kann. Dazu dann mit allen Stakeholdern, das heißt je nachdem, in welcher Bildungsinstitution man ist, in der Schule sind das die Lehrenden, die Lernenden, Direktion, aber auch Eltern, dann eine Planung vollführt und diese Planung erprobt. Und erst wenn diese Erprobung zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führt, dann kommt es eben zu einer Entscheidung, zu einem konkreten Design und zu einer Durchführung. Das heißt, bereits hier wird eine erste Theorie geprüft und es werden nur jene Elemente weiter verarbeitet und bearbeitet, die eben als gut genug empfunden wurden. Und selbiges gilt dann bei der eigentlichen Durchführung, die begleitet wird von Messungen und Beobachtungen und darauf basierend darauf anschließend dann eben auch Auswertungen. Und wie gesagt, in der Forschung kommt es dann zu einem zweiten, zu einem dritten Zyklus. Und im Idealfall sind die Ergebnisse dann einerseits ein größerer Body of Knowledge für die Wissenschaftler und praxisbezogene Theorien, praxisbezogene Designs eben für Lehrerinnen und Lehrer oder für Lehrende allgemein. Danke für die Aufmerksamkeit. Entschuldigung, dass ich jetzt ein bisschen länger auch noch
gedauert hat. Und ich würde mich freuen, den einen oder anderen am Nachmittag oder am späteren Vormittag wiederzusehen.